Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer 3 hier in Indonesien. Wo sind wir da? Hey! Ach ja, in Indonesien, habe ich vergessen. Fischchen. Komm schon mit nach oben. Hier sieht es anders aus als in Nevada. Das muss man mal so festhalten. Ich glaube, ich komme auch nicht mehr da durch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier bin und warum ich nicht einfach wie ein normaler Mensch mit dem Boot hier am Strand landen kann. Das wird sich mir nicht erschließen, die Scheiße hier. Und, was ist sonst so los ist, das wird sich mir gleich auch... das wird sich gleich zeichnen. Wahrscheinlich kommen irgendwelche Wasserkreaturen, die mich töten wollen. Hier ist es aber auf jeden Fall schön. Schöner als da, wo wir eben noch gewesen sind. Das war nämlich in Nevada. Nevada ist bestimmt an sich auch schön, aber hier ist schön Palmen. Da ist ein Basthütchen. Da ist bestimmt ein Feind drin. Und ich habe alle meine Sachen wieder. Oh, hallo. Hi. Oh, hi. Was habe ich denn jetzt alles für Waffen? Ja, die Dinger, die mir geklaut wurden, da habe ich nicht. Also hier fehlt mir mindestens noch die Uzi. Die habe ich mit Mücke und Not habe ich irgendwo gedacht. So, wir machen wieder einen zweiten Spielstand. Eigentlich kann ich... gibt das hier noch mehr? Ah ja, hier gibt es noch mehr. Na gut, dann mach ich das hier. Speichern. Ah, der Laden. Oh, ich war's geladen. Wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen, aber... Gut. Hallo. Ich bin Lehrer. Sarah. Ich möchte hier ein bisschen Urlaub machen. Aber hier brennt ein Feuer mitten in der Höhle. Geht das Ding auf, wenn ich... Nee. Ich probiere nochmal. Nee, passiert nichts. Alter. Ah, da ist ein Knöpfchen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Lange Scheiße. Oh, jetzt muss ich Schlüssel tun. Schlüssel, wo bist du? Wo bist du, Schlüssel? Ich bin ein bisschen müde. Ist auch spät. Aber ich hatte Bock, hier das Spiel aufzunehmen. Und jetzt müssen wir ein Schlüsselchen finden. Jetzt juckt erstmal alles, bevor ich hier einen Schlüssel finden kann. Das ist einfach nur Ficker. Den Schlüssel finden wir bestimmt im Maul eines Komodo-Varans. Oder hier hinten in der... Da muss ich bestimmt runter. Ich gucke aber, ich suche hier noch den Strand kurz ab. Man weiß ja nie. Man weiß wirklich nie. Hat sich hier alles noch verbirgt. Ich meine, ich spiele da Tomb Raider. Das ist mein Name. Und wenn ich jetzt hier nicht anfange, alle möglichen Toms zu reiten, dann werde ich doch meinem Namen nicht gerecht. Ja. Ja. Darf die da nicht lang oder was? Ist das eine verbotene Stadt? Ne, hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. Okay. Dann ab da hinten in die Höhle. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir jetzt von der Oberfläche sehen. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich permanent in einer verfickt dunklen Höhle bewegen. Und ich habe eben Ori aufgenommen und jetzt musste ich nochmal irgendwas machen, wo ich... ich will mich ja bei Ori immer zurückhalten, weil ich das Spiel ja schön finde und es nicht ins Lächerliche ziehen will oder sowas. Und jetzt kann ich endlich mal wieder meine ganzen Aggressionen rauslassen und die Beleidigung, die ich so raushau, die mir einfach, weißt du, das ist fast schon wie Tourette. Ich muss das einfach machen. Tut einfach gut. Küstendorf. Küstendorf. Hier wieder geheimnisvolle Soundeffekte. Besser als das Herzklopfen da in einem anderen Schiss. Die haben so einen Sack da. Was soll ich jetzt hier? Ich benötige einmal eine Wegbeschreibung. Ah. Zieht die sich da hoch oder? Nee. Ich glaube, das hier könnte eventuell das Level aus der Demo sein. Gab nämlich mal eine Tomb Raider 3 Demo. Bis jetzt hatte ich aber noch nicht den Eindruck, ich hätte das Level aus der Demo schon mal gesehen. Die laufen bestimmt wieder den Affen oder Tiger entgegen. Das da zum Beispiel. Das ist alles irgendwie so da oben die Brücke. Ich habe das Gefühl, das ist aus der Demo.
Ja, das ist aus der Demo! Den kenne ich aus der Demo! Ja! Ein sexy Ureinwohner. Oh, ihr lauft immer so. Ihr lauft immer so halb nackt rum. Oh. Der ist auf mich zugerannt. Vielleicht ist das eine Art der Begrüßung gewesen in seinem Volk. Aber auch er kann wissen, dass eventuell... Ich habe ja auch eine andere Hautfarbe. Da könnte er wissen, dass ich aus einer anderen, von einem anderen Stamm bin. Die vielleicht auf eine andere Art und Weise sich begrüßen und nicht so, wie er das jetzt wollte. Nee, Alter. Ja, doch, geht. Also da muss man Rücksicht nehmen. Ich meine, Menschen aus meinem Stamm würden auch nirgendwo einfach auf fremde Inseln gehen und einfach die Leute angreifen oder in Glasperlen andrehen, wie der da bestimmt dann vorhatte, nur damit der meine Ländereien kriegt. Ich muss speichern, weil wenn ich jetzt da drauf springe... Das war jetzt gerade brisant, was ich gesagt habe, aber das hier ist ja auch alles humoristisch zu sehen. Wo kommt er denn her eigentlich? Da hier ist doch nirgendwo was, hier muss ich da jetzt durch. Zieh ich hoch alle. So, weil das so glimpflich verlief jetzt hier, könnte ich ja ruhig mal speichern. Kann ich mich einfach rennend mich durch das Weltle bewegen. Das hier sieht nach einem Hinterhalt aus. Ich sag es doch! Hör mal! Hör mal! Ich weiß ja nicht, ihr müsst mir das sagen, wie ihr euch begrüßt. Ich kann es doch nicht wissen. Mal hier oben irgendwas. Ja, ja, hier, das ist der Level aus der Demo. Das hatte ich schon vermisst. Irgendwie dachte ich so, hä? Bis jetzt geht mir gut. Aber weiß auch nicht, wie lange das noch anhält. Weil, hier gibt's ja auch mal... Ja, 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 das ist das. Das ist das. Ich weiß nur nicht, warum da hinten schwarz ist. Ah, Tempelchen. Ah, das sieht schön aus. Ah. Ich wünschte, die Musik wäre nicht so leise. Stefan, dann hätte sie einstellen können. Wenn ich jetzt hier reinspringe. Ach, das ist gewollt. Das ist tatsächlich gewollt. Dann möchte ich mich aber erstmal da oben noch ein bisschen umgucken. Da wirst du schon umgucken. Oh. Oh. Ich glaube, das kann ich überhaupt nicht. Ich muss da tatsächlich rein. Ich glaube, das macht die nicht mit. Nee, nee, das macht die denn mit. Springen, nein. Aua. Ach, guck mal hier, da gibt es wieder 1 Million alternative Wege. Ah, da war ich erstaunt. Da war ich zu erstaunt. Da war ich zu erstaunt für meinen Geschmack. Oh. 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 River die. Dann komme ich da easy zum Ding, auch wenn ich es nicht brauche, aber dann habe ich es. Da frei. Ah. 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 Und jetzt knie dich hin und jetzt krabbel. Oh. Hey,
Ich wollte dich von vorne sehen! Ja, nach wie vor stellst du mir die Frage, warum das hier schwarz ist. Nick, dann netter Schwarz dagegen Heddle. Aber man sieht ja gar nichts. Was da ist. Aha. So, jetzt wird es schwierig. Das erfordert einen erweiterten, nein, einen erneuten Speichervorgang. Mal und mehr. So, und jetzt muss ich da hinten zur Leiter hüppen. Hüppen! Ja, geschafft! Ich bin eine starke Sarah Loft. So nenne ich die jetzt. So bin ich, so heiße ich übrigens, Sarah Loft. Also. Hä? Ach, geht noch höher. Springen war das so schnell. Springen. Und Kletterleiter hoch. Kletterleiter hoch. Boah, ich bin so müde. Das ist unfassbar. Wie müde ich bin. Oh, nu? Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, das ist schön. Da hoch muss ich. Ach, ja, das hier ist eigentlich so mein... Oh. Hätte ich mir fast die Zähne aus der Fresse gebrochen. Das hier ist eigentlich so mein Level. So, Lara ist ja gerne immer im Urwald unterwegs und so. Ja, ne, entschuldigen Sie bitte. Kommen Sie bitte nochmal her. Ich möchte Sie begrüßen. Hallo. Ach nee, du willst mich doch jetzt verarschen. Ich hab dich ja schon angeknackst. Aua. Alter, du Arschloch. Ah, ja, da hast du jetzt davon. Du hast mich angefasst. Das wollte ich nicht. Das, also. Nee. Ich entscheide, wann du mich anfassen darfst. Okay. Jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt machst du es nicht. Schlangengesichter, ey. Oh. Ich muss 3 Schlangengesichter. Könnte es sein, dass ich alle 3 brauche jetzt hier. Ich meine, es kann ja eigentlich nichts passieren, weil das ist ein Quadrat, wo ich jetzt stehe. Aber man weiß ja nicht. Nope. Nope. Den will sie nicht nehmen. Vielleicht einen anderen. Hier, hallo. Den anderen. Nope. Auch nicht. Wo soll ich denn jetzt die Kacke hergehen? Hä? Wo soll ich denn jetzt alles hernehmen? Wo krieg ich denn jetzt den Mist her? Ach, da oben. Ah. Komm ich von hier dahin? Das ist aber dann nur einer. Ist da auch noch der andere? Eins ums Aare. Das wird jetzt wieder kompliziert. No. Nicht in Feuer latschen. Das ist gefährlich. Und da oben ist der andere. Ja, ja, das ist das Level aus der Demo. Ich erkenne es wieder. Ah, ist das schön. Das ist nämlich noch älter als das Spiel. So, aber wie kam ich denn dahin? Ging das denn nochmal? Kannst du mir das sagen? Weißt du das noch? Hm? Kannst du mir da irgendwie weiterhelfen? Ich meine, ich muss da ja irgendwie hinkommen. Mit dem Wasser raus. Ich hätte vielleicht vorher machen müssen da hinten. Ich hätte bestimmt vorher machen müssen da hinten. Da war es bestimmt irgendwo eine Leiter. Obwohl, vielleicht soll mir das auch nur sagen, guck mal hier, da hättest du auch noch hingehen müssen. Das versuche ich jetzt, aber vorher speichere ich. Ich hoffe, das musst du nicht immer ankündigen. Mach halt einfach und halt dein Maul.
Ich muss darüber immer. Kannst du mich mal darüber schwimmen lassen? Nee, so geht das nicht. Ah. Ich schätze nicht mehr hinkommen, dann raste ich auch nichts. Dann muss ich auf eine andere Weise da hinkommen. Jetzt hätte ich. Komm ich da hoch? Wieder. Ich muss doch da hochkommen, Alter. Mach sie da aber nichts. Hier komme ich auf jeden Fall ein Büro. Oh oh, habe ich ruiniert das Spiel jetzt hier? Habe ich es ruiniert? Nee, das war falsch. Egal. Ach so. Komm schon, Satz da hoch. Ich muss da ja, weil hier geht es nicht lang. Ich muss da hinten lang. Wenn ich jetzt nämlich von hier oben springe, zum Beispiel. Also, nee. Nee. So klappt das nicht. Wie geht denn das jetzt? Und was ist da unten eigentlich? Das sieht nicht aus, als könnte man sich, als sollte man sich da bewegen, nee. Wie mache ich denn das jetzt? Dann komme ich denn da jetzt wieder rüber. Na, komm ich denn da wieder rüber. Das ist doch jetzt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt muss ich nämlich. Einen Guide befragen. Ah. Ich könnte so versuchen, das hat aber eben nicht funktioniert. Auch in die andere Richtung, wenn ich jetzt hier. Da rutscht die auf jeden Fall dann runter. Das heißt, ich könnte theoretisch versuchen. Das schafft die aber auch nicht. Doch dahin zu springen und dann da runter zu rutschen. Ah, das ist alles, glaube ich, jetzt hier im Arsch. Und wahrscheinlich stimmt das noch nicht mal, was ich jetzt hier vorhabe. Das muss dann auch irgendwie anders gehen. Ich muss doch da irgendwie rüberkommen. Du Mistvieh. Ah, das ist doch der Anfang erst vom Level. Das hätte jetzt zum Beispiel theoretisch auch alles. Weißt du. Hey. Ich wollte mal versuchen. Und zwar. Nee. Ja, das hätte ich überhaupt nicht. Das hätte ich nicht. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss das anders machen. Aber wie? Wie? Oder wie? Das ist die Frage. Vielleicht brenne ich erstmal. Na, hier rutscht ein runter. Ja, da oben geht es auch nicht lang. Ich weiß es nicht, glaube ich. Ich weiß es, glaube ich, nicht. Oder geht da irgendwie hoch? Bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, man. Spring da hoch. Ja, ja, spring hier auch wieder hoch. Oder musst du da die andere Richtung erstmal. Ah, ist das noch die andere Richtung? Ach komm schon. Stell dich nicht so doof an. Also. Aber hier geht, glaube ich, nirgendwo lang. Wenn ich jetzt hier hoch. Nee, das geht nicht.
Da war der Traum, da war der Wunsch, Vater des Gedanken. Nee, geht jetzt hier auch nicht weiter. Das heißt, es muss auf irgendeine andere Art und Weise weitergehen. Vielleicht auf der anderen Seite. Muss ja auf der anderen Seite weitergehen. Ich wünsche es mir von Herzen. Sag mal, bist du blöd im Kopf oder was? Ich glaube auch nicht, dass die sich jetzt hier langhangeln kann, so. Bietet auch nicht. Ha. Genau. Jetzt glaube ich, hier ist auch, glaube ich, alles. Nee. Theoretisch wäre die richtige Seite jetzt, aber ich glaube, ich muss in den Guide gucken und zur Not muss ich das Level neu starten. Weil ich habe die jetzt verpasst, hier die Kacke. Und hier geht die auch nicht lang. Wenn ich mich nämlich jetzt versuche, hier dran zu hangeln, dann falle ich runter. Geht auch nicht. Aber jetzt? Nee, auch nicht. Aber jetzt? Ja, hier geht er nicht weiter. Ich schneide mal kurz. Ich raste hier gleich aus, Alter. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich werde diese Folge wird ein bisschen komisch sein. Ich habe hier nämlich richtig scheiße gebaut. Das werdet ihr später sehen, wollte am Ende dieser Folge. Oh, das kann ich eigentlich nicht machen. Also hier gibt es jedenfalls ein extra. Irgendwo gibt es hier was. Was ich hier sammeln kann, aber ich weiß nicht wo. Wurde mir jedenfalls anheimgelegt, deswegen war ich jetzt hier erstmal. Ich glaube hier. Hier muss doch irgendwo ein Aufgang sein. Die Fischischen sind ja ganz schön neugierig. Komm ich hier hoch? Ich glaube nicht. Natürlich komme ich hier nicht hoch. Kommst du hier hoch? Nein. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Kommst du hier hoch? Kommt hier auch nicht hoch. Nicht rückwärts schwimmen. Jetzt stell dich nicht so blöd an, ja? Hier musst du aufpassen, dass du nicht auf das Segel trittst. Irgendwo ist hier ein Schlüssel für so einen blöden Raum, wo eine blöde Scheißharpune ist. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Ich mache mal den Guide auf. Ich muss nämlich zwischendurch mal den Guide gucken. Jetzt ist es eigentlich schon viel zu spät. Ich wollte jetzt schneiden und ins Bett. Ist das alles hier? Sofort nach rechts hauen, in der Mitte des etwas abgegrenzten Areals, wenn du Leute den Schlüssel des Schmugglers. Hier soll irgendwo der Schlüssel sein. Sofort nach rechts schwimmen. Hier soll irgendwo der Schmugglerschlüssel sein. Da kommt nämlich später. Da. Nimm mit! So. Ich werde gleich wieder schneiden. Die Folge wird heute ein bisschen länger sein. Also definitiv. Wahrscheinlich. Ich werde heute wieder jetzt gleich wieder schneiden, nachdem ich da oben das Dingens da gemacht habe. Das ist extra. Pass auf. Renn da hoch und dann rennst du mal da hoch. Also ich muss, ne warte, das hier kommt jetzt, nachdem ich da hinten, also, ich hab das egal. Das hier ist jetzt, ihr merkt es ja selbst. Gleich geht es da weiter, wo ich vor dem Schnitt aufgehört habe. Ich wollte mich das extra hier machen, weil ich habe Scheiße gebaut. Mhm,
Ich speichere ab und zwar hier, seht ihr das schon an einem neuen Spielstand. Ich mach das einfach. Jetzt ist egal. Ja. Was? Kannst du direkt nehmen hier, die Scheiße. Nee. Will ich nochmal machen. Laden. Da schlägt die auf. Nachdem die das aufgenommen hat. Ach, ist doch egal. Ficke. Bleibst du jetzt da, oder? Man muss schon da durchkrabbeln. Das Skelett sieht lustig aus. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Nee! Solange ich keinen Schaden kriege, ist mir das hier egal. Rastet! Aha. Krokus auch? Nee, noch nicht. Jetzt aber. Hier muss ich aufpassen. Oh Gott! Oh mein Gott! Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir ruhig Zeit. Taucht es auf? Nö. Was tauchen die überhaupt hier rum? Jetzt ist es aufgetaucht. Bim, 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 bim. Angst hat, die noch mehr sind. Sieht aus, als könnte ich da hinlaufen. Aber das ist. Sieht auch gleichzeitig unerreichbar aus. Auf jeden Fall muss ich hier runter von dieser Plattform, wo ich jetzt gerade bin. Deswegen kann ich. Prinzip hier auch. So, hier wieder zurück. Bloß nach dem Wasser springen. Ja, jetzt bin ich im Wasser gesprungen. Da unten liegt was. Da ist doch der Harpune. Aha. Da liegen auch die Pfeile dafür. So. Ist hier noch irgendwas? Gefährliches oder ungefährliches? Mag ich hier eigentlich. Ah! Wichtig, wichtig, wichtig ist ja, dass ihr jetzt was Neues seht. Aha! Komm ich hier hoch? Zieht die sich hier hoch? Ne, die zieht sich doch hier nicht hoch. Ach! So ein Unsinn! Aber wie komme ich da jetzt hoch? Was ist das? Was ist das? Ist das Deko? Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Da kann ich sich aber auch nicht hochziehen. Oh. Okay, da muss ich da hinten das einzige versuchen, was mir noch einfällt. Ansonsten habe ich geschissen. Thank you.
jetzt war da hoch. Ich glaube, das wird nichts. Da habe ich nämlich geschissen. Ich habe geschissen. Ohne Guide. Oh Mann, oh. Ist doch doof, jetzt zuckt auch noch mein Ohr. Ja, hier ist irgendwas. Aber wie? Die guckt da einfach nicht dahin, wo sie soll. Keine Lust, schon wieder den Geil zu gucken. Ich will noch mal hinten. Entschuldigung, Leute, dass das hier so unbeholfen wirkt. Aber das ist die einzige Stelle, wo ich aus dem Wasser komme. Die Fackel heißt ja bestimmt, dass ich da auch hin muss. Nee, aber pass mal auf. Sowas fällt mir ja meistens nicht ein. Aber diesmal ist mir relativ schnell und auch alleine eingefallen. Oh, ja. Ohne Fremdes zu tun. Hier wollte ich nämlich hin. Da habe ich nämlich gedacht, da könnte ich mich holen. Liegt hier vielleicht was? Würde dieser wie flüssig sein oder nicht? Aber weiß ich nicht. Da könnte ich auf jeden, da werde ich auf jeden Fall hin können. Da hinten könnte was liegen. Tut es aber nicht. Tut es wirklich nicht. Ich könnte wieder. Ah. Ja, pass auf. Das hier ist nämlich nicht der Primärweg. Ich dachte, das hier wäre der Primärweg. Aber ist es ja gar nicht. Nimm mit hin und dann nimm mit hin. Speichern. Und dann wieder hangeln. Guck mal hier, ich hab gelernt, Junge. Ich hab gelernt. Immer weiter im Text. Ich will nach unten gucken eigentlich. Ich will nach unten gucken. Die lässt mich nicht nach unten gucken. Hier ist doch irgendwas. Warum kann ich denn nicht nach unten gucken, Alter? Alter, leck mich! So, hier muss ich mich wohl fallen lassen können. So, da bin ich auch sowieso nicht lang gegangen. Hier wollte ich ja hin. Oh, hi. Hi. Ja, ist wieder so ein Punkt zum Speichern. Jetzt die Frage, warte mal, ich versuche mal so. Das war schon mal nichts. Warte mal. Moment mal. Dann springe ich halt mal hier hin. Ne, dann will ich das nochmal machen. Ich habe auch gerade Schritte gehört. Weil ich dachte nämlich, ich könnte da hoch. Ich kann das, glaube ich, auch. Nee.
Dann halt nicht. Ist aber auch egal. Dann verpasse ich halt irgendeine Scheiße da. Ist das ein Typ, oder? Das ist ein Typ. Wie soll ich denn... bist du bescheuert? Da hoch muss ich. Das ist aber voll schwer. Weißt was? Ich kann ja erstmal so versuchen. Ich glaube nicht, dass das was bringt, aber... Ach doch. Da oben ist jetzt wieder so ein Giftspucker, so ein Pfeilspucker. Da will mir an den Kragen. Der hat mich schon. Kletter doch mal schneller, Alter. Du kleine Drecksau. Also. Oh, ich muss mich ja... Oh, shit. Da vorne kriege ich jetzt gleich zwar noch einen Diamanten, glaube ich. So besser, ich mache das so, bevor ich vernibble. Vernibble. Ja, Nibbler. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch so lange dauert hier. Oh, hi. Oh. Cool. Das war es mir auch schuldig. Was hat denn? Oh, warte mal, ich kann ja auch natürlich so machen. Macht's einfach mal das, was es sonst auch nicht mehr macht. Ja, genau das. Und jetzt hangelst du dich da lang. Das war nämlich das, worauf ich eigentlich springen wollte. Stefan, kannst du eigentlich mal Deutsch reden normal? Und nicht so einen komischen, ekelhaften Assi-Dialekt? Erstens ist das nicht Assi, sondern Siegerländer. Bisschen Reste davon. Und zweitens, ja, ich kann auch normal Deutsch reden. Mhm, hab ich auch keine Lust zu. Fast jedes Mal. So, wo komme ich jetzt raus? Die Brückchen. Die Brückchen. Das ist das Brückchen. Das war das Klingengeschnisse da. Hier sind schon eine Warnung. Ach, die kann ja wieder... Ach. Ah, ich dachte, da wären alle die Wege. Ist doch nicht dein Ernst. Okay, okay. Wo kommt der Typ denn eigentlich her? Wo kam der denn jetzt her? Hallo?
Wieso hört sich denn die Holzbrücke an wie Matsch? Wo kam der denn jetzt her, Alter? Der hat doch nur gesehen, dass ich mich gekniet habe und dann... Da habe ich eben geguckt in der Ecke, du Arschloch. Du blöde Kacksau, du. Das ist der Salamischnibbler. Was denn? Nee! Ach, Mann! Komme ich da jetzt rüber, Alter? Schaff ich nicht. Vielleicht langsam. Ach, vergiss doch einfach die Kacke da. Ich versuche mal. Warte. Nee, nee. Ach, fick dich in deine Ficke. Fick dich in deine Ficke. Jetzt bin ich hier. So, und ab jetzt, kennt er das ja alles. Und dann werde ich schneiden. Also ihr kennt es nicht, ihr kennt den Einstein da oben. Habe ich schon einen bei mir? Nee, habe ich noch keinen bei mir. Den einen Stein kennt ihr, den der auf dem Baum ist. Den zeige ich euch dann noch und dann ist Schluss mit lustig. So, Schnitt. Weißt du was? Das ist eigentlich nicht weit. Bis dahin. Ich zeige euch das jetzt nicht. Beziehungsweise doch, ich zeige es euch. Warte mal, was ich machen wollte war... Wie bin ich denn hier eigentlich hingekommen? Also, ging ja darum, dass ich hier nicht hochkam, wa? Aber ich musste einfach nur... hier, glaube ich. Wo war das denn? Oder hier? Hier war das. Hier, genau da kann ich mich hangeln. Und weil ich hier hing und gleichzeitig F12 gedrückt habe, was meine Aufnahme-Starttaste ist, hat die einfach nicht gestartet. Oh, hier ist jetzt noch jemand. Den hat ich eben nicht getötet. Oder? Nicht vergewaltigt. Nein, 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 nein. Oder vielleicht auch doch. So, hier ging es hoch. Und den Rest mache ich dann in der nächsten Folge. Okay? Mach ich dann in der nächsten Folge. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich so doof bin. Also, dann bis zur nächsten Folge. Ciao!